Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, Folge 36. Ich begrüße am Mikrofon den Erklärbär des Jazz, Felix Weig. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Lambert Klammerer Jazz und ich erkläre Ihnen die alterierte Skala. Damit soll es diesmal losgehen, denn da kam natürlich sofort Rückmeldung, weil ich meinte, es ist einfach die letzte Stufe der melodisch Moll-Tonleiter. Anstatt die ersten fünf glücklichen Töne, die man kennt, ja. Spielen wir einfach anstatt der großen Terz die kleine Terz und haben... Und jetzt die letzten beiden Noten, die noch kommen, sind halt die große 6 und die große 7. Und dann sind wir wieder bei dem Anfangston nur eine Oktave drüber. So, das ist die melodisch Moll-Tonleiter. In diesem Fall von C-Moll angefangen. C, D, S, F, G, A, H, C. Okay. So, und jetzt fangen wir das Ganze von H an und zack, haben wir eine alterierte Skala. Das ist alles. Klingt doch herrlich. Ja, das ist alles. Das ist alles. Und dann immer so tun, als wären wir so die Mega-Nerds. Das ist einfach so daneben, weil es ist wirklich Humbug. Das kann jeder. Welche alterierte Skala ist das dann? Die H-alterierte Skala. Genau. Aber sag mal, die spielen wir aber wiederum über die 5. Das macht es ja noch verwirrender. Und jetzt sag mal, ist jetzt die melodisch Moll-Tonleiter, ist das jetzt eher eine Dur-Tonleiter mit einer kleinen Terz oder eine Moll-Tonleiter mit einer großen 6 und 7? Was meinst du? Ist das jetzt eher eine Dur-Tonleiter mit einer kleinen Terz oder eine Moll-Tonleiter mit einer großen 6 und einer großen 7? Ach so, stimmt. Ja, geht doch beides. Die Charakteristik ist natürlich Moll. Weil genau. Die Charakteristik ist natürlich geprägt durch die Terz. Ja, wenn wir jetzt halt von der letzten Stufe das anfangen, also vom H und die gleichen Töne nehmen, klingt es so, wenn wir unten ein H7 spielen. Ja? Ja. Also das heißt, wir benutzen diese... Ein Dominant-Sept-Akkord. Über einen Dominant-Sept-Akkord. Ja. Und um dann aufzulösen nach... Entweder E-Moll oder E-Dur. Kannst ja mal beides zeigen. Zack. Ja. Eigentlich ist es für eine Moll-Tonika prädestiniert. Aber mach mal nach Dur. Klingt auch fetzig. Kann man auch machen, genau. Und, So halt, ne? Geht auch, ja. So, und was ich jetzt immer Leuten sage, wenn sie sagen, was ich spiele, es klingt nicht jazzig genug, dann sage ich immer, überleg dir, was auf dem Dominant-Sept-Akkord passiert in so einer Kadenz. Die Jazz-Kadenz ist ja eben nicht die 4-5-1, wie wir das kennen, subdominante, dominante Tonika, sondern es ist ja auf die 2-5-1, also subdominant parallele, dominante und dann Tonika. Spiel doch mal bitte für uns eine 2-5-1-Verbindung in E-Dur, ohne Alterationen. In E-Dur? Ja. Da verlangst du ja ganz schön viel von mir. Und kannst du jetzt mal so eine kleine Melodie darüber spielen, ohne irgendwelche Alterationen zu benutzen? Genau. Und kannst du jetzt mal dasselbe spielen und jetzt alterierst du mal den H7-Akkord? So eigentlich, ne? Klingt doch ultra jazzig, oder? Ja, ist ultra jazzig. Weil da passiert die Magic auf dem Dominant-Sept-Akkord. Genau, da passiert die absolute Magic. Wir haben auf einmal eine Dominante, die alles klar macht. Die allen, wirklich allen, da kann man noch so wenig von Jazz versteht, auf einmal klar macht, hier geht's ab, hier ist Jazz-Time. Hier passiert der Jazz. Hier passiert der Jazz. So. Genau. Und deswegen erwähnen wir sie auch so oft, außer als sie einen lustigen Namen trägt und bei uns einfach natürlich kein Schattendasein frisst. Nein, natürlich nicht. Genau, aber es ist natürlich Quatsch, dass es etwas wäre, was nicht vermittelbar wäre. Wir hatten das Thema. Präsentator dieser Folge ist die Boss-Transformation. Oh. Denn ich musste einen Teil rausschneiden letztes Mal. Es gab großes Trara. Der Boss, der deutsche Boss, hat uns verklagt, weil er den großen Anspruch hat, natürlich der einzige Boss der Welt zu sein. Und wir hätten da irgendwie das in Frage gestellt und so. Das ist jetzt vor Gericht. Deswegen haben wir natürlich unseren Podcast-Anwalt konsultiert, der uns niemals im Stich lässt. Also er schickt auch sehr süße Katzenvideos von so Katzen, die sich vom Metronom erschrecken und solche Sachen. Ja. Also dafür ist er sehr gut zu gebrauchen, aber auch als beratende Instanz. Wir hatten ja letztes Mal so ein Segment über das Klauen. Mhm. Warum sind wir eigentlich nicht auf die Idee gekommen, direkt Asterix anzurufen? Ja. Stimmt. Das habe ich nachgeholt. Gut. Weil, genau, es ging um die Frage, inwieweit kann ich eigentlich Summertime die Harmonien benutzen und trotzdem sämtliche Urheberrechtsansprüche stellen. Er hat das gut aufbereitet. Ich sage nochmal meine Position, also ich rate jetzt, die Akkorde darfst du nehmen, die Melodie nicht. Jetzt bin ich gespannt. Und dann ist er auch noch eingegangen auf die Frage, inwieweit man eigentlich Stücke so nennen kann, wie andere große Stücke heißen. Yesterday, Let It Be oder was weiß ich. Wäre jetzt mein Tipp, man darf. Aber gut, ich bin gespannt. Jetzt kommt die ganze Expertise von Asterix Westphal. Liebe Grüße und danke auch an ihn, ne? Mhm. Und
vielen süßen Katzenvideos, die ihr mal schickt. Toll ist das, weiter so. Hallo Freunde der guten Musik, heute eine neue Folge aus der Serie Recht unterhaltsam. Ihr fragt euch, ob man aus einem bestehenden musikalischen Werk etwaige Elemente nutzen kann, um sie in einem neuen Werk zu verwenden. Ja, das darf man grundsätzlich, wenn dieses Werk noch geschützt ist. Das ist bis 70 Jahre nach dem Tod des Autoren der Fall. Dann muss man den Autoren danach befragen und seine Zustimmung einholen. Ist der Autor bereits 70 Jahre verstorben, dann wird das Werk gemeinfrei und ich kann diese Elemente frei verwenden. Man spricht auch von Public Domain. Die nächste Frage, die ihr euch stellt, ist, darf ich einen Songtitel verwenden, den es vielleicht schon gibt? Ja, auch das darf ich. Was könnte denn aber dagegen sprechen? Dagegen sprechen könnte, dass der Songtitel selber urheberrechtlich geschützt ist. Damit er urheberrechtlich geschützt ist, müsste er eine besondere Schöpfungshöhe erreicht haben, also besonders außergewöhnlich sein. Das wäre sicherlich nicht der Fall bei Summertime oder In the Summertime oder Wintertime oder was auch immer euch da einfallen mag. Das heißt, der Songtitel als solcher ist nicht problematisch. Man muss halt immer aufpassen, dass man da nicht noch zusätzlich eine sogenannte Verwechslungsgefahr ausnutzt und vielleicht suggeriert, dass durch den Songtitel ein anderer Songtitel gemeint sein sollte, was dann dazu führen würde, dass jemand, der den Titel anklickt, denkt, es sei vielleicht das Original oder nicht. Aber auch das ist in einem gewissen Grade sogar erlaubt. Spricht natürlich nichts dagegen, mehrere Titel zu haben, die Summertime heißen. Keiner würde auf die Idee kommen, dass es sich dabei um das Original handelt, sondern es wird wahrscheinlich ein Song sein, der vom Sommer handelt. Ich hoffe, dass die Fragen hiermit ausreichend beantwortet sind. Ja, also weiß nicht. Das stimmt ja nicht ganz, weil ich möchte natürlich schon, dass die Leute das verwechseln und denken, das wäre das Original und halt ich dann halt sämtliche Klicks von den Leuten, die eigentlich das Original Summertime von Gershwin hören wollen, halt bei mir landen. Ja. Könnte ja sein, dass ich das vorhabe. Darfst nur keinem verraten. So, aber eine Frage wurde mir jetzt nicht beantwortet. Asterix, wie ist das jetzt mit Akkorde stehlen? Das ist doch irgendwie was anderes als Melodien stehlen. Also Asterix, das würde mich sehr freuen, wenn du da uns... Aber er hat das ja ausgeschlossen, weil er meint, die sind halt tot. Ja, nein, okay, aber mir geht's auch um lebende Songs. Also dieses Radiohead-Beispiel. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, Summertime wäre noch geschützt und dürfte ich jetzt die Akkorde klauen mit einer neuen Melodie? Also oder wie du mit der Melodie von Beautiful Love drüber. Wäre das okay? Das will ich nochmal wissen. Aber vielen Dank, Asterix. Ganz toll. Ja, da wird er bestimmt nochmal eine Voicemail schicken und wir freuen uns auf Input. Vielleicht laden wir ihn auch mal irgendwann ein. Ich glaube, er wird sich wahnsinnig freuen und er könnte wirklich diese ganzen Katzenvideos würde er einfach mitbringen. Könnten wir dann hier so live abspielen. Das ist auch total lustig, einfach Audio. Das macht total Spaß und echt, das ist so süß. Katzen. Ja, also mein Lieblingskatzenvideo, das gucke ich mir von Zeit zu Zeit an, weil ich es so schön finde. Liebe Grüße an Lisa Reuter. Das Video, wo die Katze Bier trinken will. Kennst du das? Und dann heißt es, nein, das darfst du nicht, da musst du erst 16 Jahre alt für sein. Das, genau. Und dann macht sie so, miau, wahrscheinlich. Nee, sie sagt, so ja. Ah, okay. Ah, lustig, mir wurde aber gesagt, das sei ein Fake, aber ich möchte glauben, dass die Katze wirklich Bier sagen kann. Naja, auch vielen Dank, dass er uns bei dem Rechtsstreit gegen Kollega unterstützt, weil wir haben es jetzt erstmal auf so einen Vergleich geeinigt, also er darf diese Folge präsentieren mit der Boss-Transformation. Ja. Dafür sagen wir nicht mehr, ich musste da auch was rüberschneiden, was ich letztes Mal über ihn gesagt hat und so, das war so eine einstweilige Verfügung und so, da habe ich dann so ein bisschen Jazzmusik drüber geschnitten, weil das war ein bisschen zu doll. Das fand er nicht so gut, hat ihm nicht so gefallen. Und liebe Grüße, er ist eigentlich ein intelligenter Typ, er hat mal Abitur gemacht und so und ist wahrscheinlich auch jetzt wieder auf dem besten Wege. Wird schon. Ja, und mag auch Jazz wahrscheinlich. Er liebt Jazz eigentlich, er ist ein absoluter Jazz-Freak. Ja. Okay, du warst auf einem Konzert, ist das richtig? Ja, ich war auf einem Konzert, aber ich war auch nicht auf einem Konzert. Felix. Das verstehe ich nicht. Kannst du mal so mysteriöse Musik kurz einmal, einen mysteriösen Akkord spielen? Passt das? Auch gut. Ja, wir haben uns eigentlich geeinigt, dass der mysteriöse Akkord der übermäßige ist. Ach ja, richtig. Genau, also ich war gestern bei einem Konzert. Nein, warte, das schneiden wir raus. Ich war neulich bei einem Konzert. Ja.
Und da lud mich ein Freund ein, auch ziemlich sicher ein Freund des Podcastes, aber die Firma, für die er arbeitet, die macht auch immer so auf Geheimagent, deswegen sagen wir ja gar nichts zu, was das hat nichts mit der Firma zu tun, die wir jetzt auch zum Beispiel nutzen würden, also deren App wir nutzen würden, um hier irgendwas aufzunehmen oder sowas, nee. Keine Ahnung, gar keine Ahnung. Da wird ja immer viel Firlefanz gemacht. Also es ist nicht die Firma Atari. So. Und da war ich bei Steinway. Ah. Im Steinway Headquarter. Das ist da im Rondenberg, heißt das so. Das ist ja die Straße, die viele kennen, weil da ging es G20-mäßig vor ein paar Jahren so richtig ab. Da hat die Polizei sich nicht mit Ruhm bekleckert, die Polizei Hamburg. Aber in dieser Straße, da ist auch das Steinway Headquarter. Und jetzt. Aber war das nicht früher mitten in der Stadt irgendwo in Hamburg? Ja, das war früher in den Kolonnaden oder so, hieß das, genau. Heißt das so. Ja, genau, aber jetzt man kann da auch nur Klaviere kaufen. Mittlerweile so ein Showroom. Und da stellte die Firma Steinway ein neues Klaviersystem vor, und zwar das Spirio. Steinway Spirio. Spielen und spielen lassen. Aha. Ob Mozart, Liszt oder Tschaikowski, von den Beatles oder Coldplay bis hin zu Adele. Mit Steinway Spirio erleben Sie Klaviermusik so authentisch, als würde der Künstler selbst am Flügel sitzen. Also, es handelt sich hier um ein selbstspielendes Klavier. Das gibt es ja eigentlich schon länger, selbstspielende Klaviere, ne? Also der Künstler Coldplay? Nein, also dann selbst am Klavier sitzen? So kann man sich das dann vorstellen, wenn das Steinway dann da, was weiß ich, X-View spielt, dann ist es so, als wäre da der Chris Martin. Ja, also genau, das hat ja eine gewisse Tradition, die selbst spielenden Klaviere. Das gibt es ja, glaube ich, im Con London Carrow. Genau, Lochklavier. Genau, spielen wir gleich. Ich glaube, das Ganze ging los mit dem 1896 invented, das pneumatische Klavier called Pianola. Könnt ihr alles bei Wikipedia lesen, in dem Artikel über das Player-Piano. Also die Grundlage der Technik ist eigentlich sehr alt. Und zwar wurde irgendwann mal erfunden, so ein Klavier, wo so eine Lochwalze durchläuft, die dann wiederum dafür sorgt, dass diese Tasten durch irgendwie mechanisch runtergedrückt werden, und dann konnte das Klavier von selber spielen. Genau, gibt es seit den 19. Jahrhunderten, gibt es das schon. Genau, also selbstspielendes Klaviere. Dann gibt es ja auch eine Technologie von, weiß ich nicht, von Yamaha wahrscheinlich oder so, das sogenannte Diskklavier. Also das ist ein Klavier, da läuft das dann, glaube ich, über MIDI. Und man kann so einen Flügel mit so einem Diskklavier-Interface drin, kann man von selber spielen lassen. Also gibt's auch schon länger. Jetzt hat Steinway eine noch neuere Technologie da erfunden, dieses Spirio-Piano, also ein selbstspielendes Steinway-Klavier. Und das kann noch hochauflösender als MIDI. Also MIDI hat, ich erzähle jetzt nichts Falsches, hoffentlich 128 Events. Ja. Oder 27, oh Gott. Nicht, dass ich in die MIDI-Hölle komme. Genau, also so viele Dynamikabstufungen. Das hatte, glaube ich, 1024. Also wahnsinnig hochauflösende Dynamikwiedergabe. Und das Ganze gibt es auch in Verbindung mit einer App. Und das können sich jetzt Leute kaufen. Und da können sie entweder sich selber aufnehmen mit dieser App und das Klavier dann abspielen lassen. Oder man kann auch aus irgendwelchen Libraries zum Beispiel Einspielungen von anderen Leuten darauf abspielen lassen. Also genau. Interessant, da wollte ich mal kurz drauf eingehen, weil ich hier den Namen eben erwähnte. Colin Nancarrow heißt der? Oder ich dachte, er heißt Conlon Nancarrow. Das ist ein ganz komischer Name. Colon. Ich dachte, er heißt Conlon Nancarrow. Aber Conlon. Ja, habe ich doch gesagt. Ich weiß es gerade noch nicht. Ich suche gerade noch. Conlon Nancarrow. Ja, habe ich doch gesagt. Genau, aus Arkansas. Können wir das ja alles rausschneiden. Sieht super aus. Sieht super aus, der Typ. Und dem ging es ja genau darum nicht. Also er hat ja die Pianowalze quasi immer wieder hergestellt, um halt Stücke zu schreiben, die man sonst niemals selbst spielen könnte. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Der hat das Player-Piano quasi dafür genutzt, was halt der Mensch nicht kann. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass der Mensch durch irgendwelche AI oder MIDI-Funktionen oder was weiß ich halt ersetzt werden soll und man das Gefühl hat, er wäre da. Genau, das ist natürlich ein grundlegender Unterschied. Und das eine hat eher so einen kompositorischen Anspruch, so, ne, halt sozusagen die Tools und technischen Möglichkeiten zu nutzen, um Neues entstehen zu lassen. Das andere, worum es jetzt geht, ist halt einfach den Menschen zu ersetzen. Genau. Ja, erzähl mal weiter. Wie war es denn? Das ist interessant mit dem Conlon Nancarrow. Genau, der hat quasi eigentlich so eher so grafische Sachen auf diese Walzen gemalt und das Klavier macht da völlig irre Glitches und sowas, die überhaupt nicht spielbar sind. Was ähnliches hat auch gemacht hier unser Lieblings-Radiohead-Mitglied Johnny Greenwood, der hat ja einen Soundtrack geschrieben für Power of the Dog. Hast du den gesehen? Ja, klar. Aber da hat er doch mit das Song mit Gitarren basiert, oder? Ja, da gibt's aber auch in Teil dieses Soundtracks sind auch Stücke für Player-Piano. Ja. Hörst du eigentlich den Müllwagen hier draußen gerade? Ja. Ja, das wird aber auch mal Zeit. Ja, warte, das ist hier auch schon völlig schmuddelig. Ich mach mal kurz das Fenster zu. Ja.
Genau, also Player Piano, alter Hut. Jetzt gab es da dieses neue Sineware-System. Und was man auch machen kann mit diesem Piano ist, man kann darauf streamen. Also das heißt, du könntest ein Lambert-Konzert spielen und das wird dann auf fremder Leute Sineware-Flüge gestreamt. Mhm. Aber dann müsste ich ja auch auf so einem Ding spielen, was das halt quasi überträgt. Genau. Ne? Die Information. Richtig. Mache ich ja nicht. Genau. Ich will ein anständiges Instrument. Du willst ein Fazioli. Ich will ein Fazioli. Genau. Und nicht, ich sag immer bitte keine Elektronik im Klavier oder irgendwas. Es gibt ja auch so komische Silent Piano, halb akustische und solche Sachen. Das ist ja irgendwelche Elektronik eingebaut oder was weiß ich. Das mache ich grundsätzlich immer nicht. Nervt mich. Ja. Wie auch immer. Jetzt ergab es sich, dass im Gebäude, aber im anderen Raum, im Studioraum, der Jazzpianist Jakob Karlsson saß. Ja. Kennst du den? Also von namentlich, ich habe jetzt, glaube ich, nie eine Platte gehört oder so. Jazzpianist aus Schweden, ja. Auch lange mit Victoria Tolstoy gespielt. Ja. Hier auch mit Dan Berglund Platten gemacht. Genau, also so aus diesem Act-Umfeld. Ja? Absolut, ja, genau. Richtig, genau, aus dem Schweden-Jazz-Umfeld. Fjord-Jazz, sagen wir. Gibt's aber verschiedene Platten, auch Standardsplatten. Und jetzt hat er viele Stücke gespielt von seiner letzten Solo-Platte. Genau, es war so halb Produktpräsentation, halb Konzert. Ergab es sich, dass ich da halt saß vor so einem Flügel, bestuhlt und lauschte quasi dem gestreamten Konzert von Jakob Karlsson, der im Nebenraum sich befand. Was ein völlig bizarres Konzert, mal in Anführungszeichen, Erlebnis ist, weil du schaust im Prinzip einem Klavier zu, wo sich so die Tasten automatisch runterdrücken. Auf dem Video wurde gestreamt, wie er im Studio sitzt und am Flügel spielt. Man selber sitzt aber in einem Raum mit einem Sineware D-Flügel oder wie der heißt, so ein Riesending. Und der spielte dann wie von Geisterhand diese Musik. Ja, hat es dir jetzt gefallen oder war das ein Konzerterlebnis, was du jetzt empfehlen würdest? Oder war das nicht stinklangweilig? Es klingt stinklangweilig. Also. Ja, es ist ehrlich gesagt stinklangweilig. Nee, stinklangweilig würde ich nicht sagen. Es ist verstörend auf eine Art. Ich hatte an irgendeinem Moment das Gefühl, ich gucke ein Konzertvideo, weil man ja auf dem Bildschirm die Übertragung sah. Und musste mir dann immer klar machen, ah ja, der Klang, den ich gerade höre, der kommt aber nicht aus einer PA, aus einer Beschallungsanlage, aus Boxen, sondern der kommt tatsächlich von diesem Flügel, der da vor mir steht. Ja. Und auch das Verhalten des Publikums war interessant, weil eigentlich saßen alle so ganz still und ehrfürchtig da, wie jetzt bei einem normalen Konzert und klatschten sogar auch zwischendurch und fragten dann, hört er das jetzt? Hört er das jetzt? Es klingt wirklich schaurig, ehrlich gesagt. Ich finde es ganz unheimlich, wenn du darüber berichtest. Ja, es hatte auch was wirklich, ja, unheimlich trifft es gut. Genau, weil man schaute quasi einem Geisterklavier zu. Ja. Mhm. Da fällt mir gleich der Akkord hier ein. Ja, absolut. Mir wird ganz schummrig. Ja. Und genau. Und dann kam der Jakob Karlsson auch noch am Ende auf die Bühne, spielte auch nochmal ein Stück in echt. So, jetzt ist die Frage, was ist ein Konzert? Weil als er dann da saß, ich hatte auch das Gefühl, es klang besser. Steinway, bitte verklag mich nicht, Asterix, steh mir bei. Die haben zwar gesagt, diese Auflösung, es wäre total originalgetreu und man würde es genau so hören, wie der Pianist am anderen Ende das spielen würde. Ich hatte das Gefühl, die Dynamik ist nicht originalgetreu wiedergegeben. Das Konzert klang eher ein bisschen hackig, lauter, nicht so fein in der Dynamik. Und als er dann selber am Klavier saß, hatte ich das Gefühl, er spielt dynamisch nochmal anders. Ja, soll ich dir sagen, woran es liegt? Woran? Ja, im Raum. Du spielst als Pianist natürlich anders, wenn du den Raum um dich hast. So ist ja absolut. Klar. Also du behandelst das Instrument anders. Und wenn du in einem anderen Raum sitzt, der sich anders verhält, behandelst du das Instrument natürlich dem Raum entsprechend. So, wenn das jetzt übertragen wird in einen anderen Raum, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Und es ist so hohl. Es ist so unglaublich hohl, dass das nicht mit in Betracht gezogen wird. Es ärgert mich so richtig. Ich finde es so dumm, dass man einfach sagt so, ja, wir haben da genaue Übertragung mitberechnet und so, der Anschlag ist genauestens fein berechnet. So, ja, ach, es ist wirklich so dumm. Es ist wirklich, ich könnte mich echt aufregen. Also, tue ich ja auch. Ja. Also, ich finde es unglaublich dumm, dass das nicht mitberechnet wird. So. Ja, also, absolut. War nämlich auch mein Gedanke, dass ich dachte, ja, das ist eine völlige Illusion, die ihr uns hier verkauft, wenn ihr sagt, das sei total nah dran an dem echten Konzerterlebnis, weil, genau, der Pianist sitzt in dem Studio und behandelt diesen Studioraum, berechnet diesen Studioraum mit ein in seine Performance, wenn er am Klavier sitzt, und der Flügel, der da in diesem Steinway Showroom steht, den würde der Pianist wahrscheinlich ganz anders behandeln, weil er ein ganz anderes akustisches Feedback bekommt von dem Raum, in dem er steht. Es ist so einfach und so, ja, so einleuchtend, ja, wenn wir darüber reden. Also es kann ja jeder nachvollziehen. Und man fragt sich, was sitzen da für Leute,
die sich halt mit wirklichem Nerdkram befassen, so ja. den wir wahrscheinlich hier nicht mal eben so aufbereiten könnten, so wie sowas eigentlich funktioniert, ist mir auch scheißegal, weil die Leute sind letztlich dumm. Sie können das nicht mit einbeziehen in ihre Überlegungen. So. Da denke ich so, lassen die sich nicht beraten? Ist da nicht irgendjemand, der irgendwie, also warum fragen die uns nicht? Na, ich glaube, die wissen das ganz genau. Meinst du? Ich glaube, ja. Aber also ich glaube, warum behaupten sie das dann? Ja, weil das ein Marketing-Ding ist. Das ist einfach ein neues Produkt. Ja, du könntest es ja einfach mit einberechnen. Musst du halt den Raum einmessen. Kannst ja auch dann immerhin noch sagen. So, ja, aber meinst du, das kann ein Computer leisten, quasi, die, was weiß ich, den Raum einmessen und dann die Velocity einbeziehen? Ja. Ich glaube, das wäre möglich, aber natürlich viel höhere Rechenleistung. Und weißt du was, am Ende trotzdem so wäre der gleiche Eindruck. Mhm. Weil dann ist es ja nicht nur der Raum, sondern die Dämmung des jeweiligen Raums. Wie ist die eigentlich beschaffen und so? Die müsstest du auch noch mit einberechnen, weil die auch wieder einen Einfluss hat auf den Klang. Auch wieder auf den Spieler somit und so. Und ich fände es so dumm, dass das halt nicht mit einbezogen wird in diese Diskussion. Also ich finde es echt, gut. Ich habe auch das Gefühl, eigentlich wird uns was vorgespielt. Nämlich, also jetzt unabhängig davon, dass übrigens so ein Flügel 300.000 Euro kostet, nebenbei wird uns vorgegaukelt, wir könnten quasi ein möglichst originales Erlebnis haben. Ich würde sagen, das, was man da gehört hat, also quasi so ein selbstspielender Flügel, da kann ich mir auch lieber eine gut gemischte Aufnahme anhören. Ja, genau, auf jeden Fall, klar. Weil die ist ja genau dann dazu da. Ja, absolut. Das halt Stereosysteme, die gut wiedergeben. Ja, ja klar. Also und es bleibt irgendwie eine Maschine, die spielt. Und ich glaube, dass das total genial ist, so einen Flügel zu haben als Werkzeug. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich damit komponiere, wenn ich den zum Beispiel wie jetzt bei Conlon Nan Caro den Flügel Sachen spielen lasse, die ich alleine gar nicht spielen könnte. Ja, wenn ich da macht Sinn. Ja, als Gimmick für eine Performance, für neue Musik, was sie mehrere Flügel gleichzeitig miteinander spielen lassen. Ich könnte jetzt Piano Face von Steve Reich wirklich genau ausgemessen spielen lassen. Mal gucken, was da passiert, als wenn das Menschen machen. Also so Musik mit einem technischen Anspruch. Ich könnte... Wobei selbst so ein Stück ist ja eigentlich abhängig davon, dass es Menschen absolut spielen. Absolut, klar. Aber das wäre nicht aufeinander beziehen auch und so. Ne? Da würde es mich aber nochmal interessieren, weil das quasi einen technischen Aspekt hat. Aber klar, ich kann das als Arbeitswerkzeug benutzen. Ich kann das quasi als Interface benutzen, um damit Aufnahmen zu machen. Ich kann auch irgendwas auf dieses Klavier schicken und das dann anders abmiken. Keine Ahnung, ich kann das als Arbeitswerkzeug benutzen. Ja. Und ich kann das als geckige Maschine benutzen. Wenn ich jetzt mal wieder hier zum Shrimp-Cocktail einlade bei mir zu Hause im Westflügel, könnte ich das Piano irgendwas spielen lassen, so als Gag. Ja. Aber ich würde mich ja nicht, also glaube ich zumindest nicht, also es ist so, hat so ein bisschen Huxleys Schöne neue Welt Komponente. Ja, da muss ich auch denken, als du das erzählt hast. Das war so mein Feeling, so, das kam mir so Schöne neue Welt vor. So. Sie gehen doch immer in ins Riechkino oder was machen sie? Also ja, irgendwie so. Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich hier mit meinem kulturinteressierten Freundeskreis sitze und irgendwie in einem Lang-Lang-Konzert lausche, das gestreamt wird auf mein Klavier. Das ist einfach nicht das Konzert. Natürlich nicht. Ja. Das ist doof. Ich glaube, das ist ein Gimmick für sehr reiche Leute und es kann ein Arbeitswerkzeug für Kreative sein. Aber mir das zu verkaufen als eine originäre Performance, als so eine andere Form von Konzerterlebnis, das halte ich für einen Mummenschanz. Ja, was ist denn noch die Aussage dahinter? Am Ende musst du nicht mehr zum Konzert gehen, sondern kannst du einfach dir den Flügel irgendwie nach Hause in dein Wohnzimmer stellen und hast das Gleiche und so. Also ich meine, ist das jetzt unsere Vorstellung von, wie wir so Kultur erleben wollen oder so? Also ich meine... Ja, eben nicht, ne? Das ist so blöde, also wirklich. Und ich finde auch, gerade diese ganzen Lockdowns haben gezeigt, und da wurde ja einiges versucht. Musikstream, Instagram Live, gestreamtes Theater, Streaming-Konzerte. Dieses Konzerterlebnis lässt sich halt doch nicht reproduzieren. Okay. Sondern Menschen wollen, oder was heißt Menschen wollen, ich möchte und ich kann genießen diesen auratischen Moment. Ich bin gerade in der Performance, die da vor mir passiert, die ist im Raum spürbar. Ich sehe die Leute, ich höre die Leute, ich bekomme einen direkten anderes Feedback. Und auch der Künstler auf der Bühne bekommt ein anderes Feedback, wenn da ein Publikum sitzt. Genau. Es bleibt sehr fad und gruselig. Ja, genau. Also vor allem, wenn der Anspruch dahinter ist, so wir können dadurch ein Konzerterlebnis ersetzen. Wir solidarisieren uns mit Conlon Nan Caro, der gar nicht diesen Anspruch hatte, sondern das Ding einfach als Werkzeug benutzte. So, ich glaube, Olafur Arnolds, ein Kollege aus dem neoklassischen Bereich, der macht das auch so. Der hat auch so einen Algorithmus programmiert, nimmt die Klaviere dann irgendwie mit oder so, keine Ahnung, die er dann, die dann halt irgendwelche Dinge selbst spielen, die er selber natürlich nicht reproduzieren könnte, sondern es beruht auf der Idee, dass man vorher quasi sich überlegt, was kann der Computer eigentlich leisten, was ich selber nicht leisten könnte. So, genau. Da wird's interessant. Da wird's interessant, so.
diesen Anspruch, jetzt irgendwie Kunst ersetzen zu wollen, eigentlich, das ist es ja eigentlich, ne? Also, oder ein Konzerterlebnis ersetzen zu wollen. So, ich meine, wo kommt denn das bitte her? Das ist ja auch total kulturfeindlich. Also, was soll denn der Scheiß? So, ja. Naja, gut. Ja, also, ich finde es okay, dass es diese Technologie gibt. Aber es kippte dann auch ganz schnell. Man sitzt da irgendwie verstört vor diesem selbstspielenden Klavier und hört sich das Jakob Karlsson-Konzert an. Kippte dann ganz schnell zu, wir stehen alle rum und quatschen danach. Ja. Und das Klavier spielt von selber Bohemian Rhapsody im Hintergrund. Und da wird's eigentlich gefährlich, finde ich, weil ich habe ja auch, da solidarisiere ich mich mal wieder als arbeitender Musiker, Rotfront. Ja. Ich war ja auch lange Jahre Hotelpianist im Steigenberger Hotel Hamburg und in verschiedenen anderen Hotels. Mhm. Und wenn jetzt quasi meine Berufskollegen als der Hotelpianisten jetzt plötzlich eingespart werden, weil da selbstspielende Klaviere spielen in Hotellobbys, das finde ich ganz schrecklich. Ah, interessant, ja. Also es ist natürlich blöd, weil da Jobs verloren gehen, aber ist das nicht immer so bei technischen Entwicklungen? Natürlich. Ich meine, jetzt, da reden wir jetzt ja nicht über ein Konzert, sondern über Hintergrundmusik. Also ja, aber es ist natürlich trotzdem schön. Kann auch sagen, warum muss das ein Mensch machen? Muss kein Mensch machen, aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn da so ein Mensch sitzt und spielt, oder? Dann kann man sich auch mal was wünschen. Da kann der auch eingehen auf die Stimmung. Ja, ja, genau. Ich merke ja auch, also als ich da saß und dann wurde es so ein bisschen launiger, die Stimmung, dann habe ich vielleicht mal was Fetziges gespielt. Ja, genau. Und wenn es zu launisch war, dann wurde vielleicht auch mal My Way eingeläutet und wenn dann mitgesungen wurde, wurde My Way abgebrochen. Ja, okay, ja, gehe ich so ein Stück weit mit, aber ein Stück weit halt auch nicht, weil immer dieses natürlich sich Festhalten an bestehenden Strukturen und dann immer Schimpfen auf technische Entwicklung bei so Jobs, wo man auch denkt so, ja gut, also. Ja, aber das ist ja gut, da ist ja die Frage, kann das eine Maschine machen? Ja, ja, genau. Aber trotzdem, es gibt natürlich auch als Hotelpianist gibt's einen menschlichen Aspekt, der natürlich dadurch wegfällt. Genau, wie gesagt, du wurdest oft belästigt von Leuten, die sich aber gewünscht haben. Ja. Und das ist natürlich auf einmal alles weg, so. Wie stehst du denn, können wir da nochmal drüber reden, über Hotellobbys? Du warst doch bestimmt auch schon mal in so einem Hotel, wo so auf so, wie so herunterhängende Banner, also so aufrecht stehende Rechtecke, wo so Bands drauf projiziert werden. Kennst du das? Das in so einer Hotellobby aufrecht stehende. So einen, das gibt es in manchen Hotels, so irgendein Startup hat das gemacht, die haben so Performances von Bands abgefilmt und dann sind so die musizieren denn auf diese Leinwände projiziert oder es sind Bildschirme, keine Ahnung, und man sieht eine Liveband spielen und hört die. Hast du das noch nie gesehen? Nein. Das gibt's manchmal in Hotellobbys. Also in deutschen Hotellobbys habe ich das öfters gesehen. Mhm. Das ist auch was Bizarres. Das war auch so diese Idee, ihr wollt für eure Hotellobby, ihr könnt euch keine Live-Musik leisten, bekommt aber hier so eine Art irgendwas zwischen Viva-Clips spielen oder Peaceful Piano-Playlist laufen lassen und einem Live-Konzert. Nämlich so abgefilmte Musizierende, wo dann so ein Live-Video abgespielt wird und man hört dann die Musik. Das sind so abgefilmte Performances. Und da kommt bei dir auch wieder dieser Rotfront-Gedanke irgendwie hoch und denkst du, da muss ich für die Arbeiter einsetzen? Naja, nein. Ja, Moment mal, Felix, weil das würdest du ja auch nicht sagen, wenn die einfach irgendwie eine Platte abspielen würden. Nee, genau. CD. Also ich glaube, ein wirklich classy Hotel, das was auf sich hält, wird da schon einen echten Menschen ans Klavier setzen oder eine echte Kapelle. Also weil wenn ich jetzt quasi in diesem Segment Luxushotel unterwegs bin, dann lasse ich mich ja nicht abspeisen von so einem selbstspielenden Klavier oder so einer Leinwand. Ich glaube, das reguliert sich schon von ganz alleine. Also es ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für ein teures Hotel, dass dann ein echter Mensch am Klavier sitzt. Trotzdem, ich meine eher diese Beobachtung, das sind so komische Versuche, irgendwie so ein Live-Musikgefühl zu reproduzieren oder zu imitieren, aber eben kein echtes Live-Gefühl zustande bringen zu lassen. Entschuldigung, Bandwurmsatz. Und das schafft irgendwie so eine Dissonanz in der Wahrnehmung. Ja, aber das wird man doch früher über die ersten Stereoaufnahmen auch gesagt haben. Absolut. Da habe ich mich gestern drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie es war. Könntest du dir vorstellen, dass Menschen, die quasi nur Live-Musik gewöhnt waren und dann kam irgendwann die Schallplatte, dass die gesagt haben, ah, irgendwie kommt mir das fremdartig vor, dass wir jetzt hier Musik aus der Dose hören. Ja. Eigentlich möchte ich nur Live-Musik hören, weil das andere, das ist befremdet mich, dass jetzt diese Maschine, also das Grammophon, das reproduziert. Da wird es wahrscheinlich eher so eine ältere Generation gegeben haben, die das genau so gesehen hat. Ja. Und die Jüngeren werden gesagt haben, her mit dem Grammophon, ja klar. Ja, okay, kann ich mir nämlich auch vorstellen. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Also wir sind jetzt natürlich so total gewöhnt an diese Kulturtechnik der Aufnahme, die abgespielt wird. Ja.
Ich glaube, richtig gruselig wird es irgendwann, wenn du jetzt so ein selbstspielendes Klavier hast und dem kannst du dann so eine Lambert AI einprogrammieren, der quasi deine Stücke spielt, aber wie ein Live-Konzert. Immer ein bisschen anders, vielleicht noch mit einem improvisierten Teil. Stell dir das mal vor. Ja, und ich habe da keine Angst vor. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand haben will, weil sich die Leute ähnlich dämlich fühlen werden wie du neulich da bei Steinway. Genau, nein. Ich habe da einfach wirklich keine Furcht vor diesen Szenarien eigentlich, weil ich denke, das merkt doch jeder, dass das Schrott ist. Nee, ich will das jetzt auch gar nicht in so eine kulturpessimistische Ecke bringen, so ja. Von wegen, ach wie schrecklich und der Computer nimmt uns die Jobs weg, aber trotzdem bleibt ja so eine Befremdung darin, menschliches Musizieren ersetzen zu wollen durch Maschinen oder Algorithmen oder Technologien. Ja. Genau. Das ist das, was ich gerade eben meinte. Was arbeiten da eigentlich für Leute? Was haben die eigentlich für ein Bild von Kultur, dass sie irgendwie mit diesem Auftrag an die Sache rangehen? So von wegen, wir können das jetzt hier einfach ja wirklich so herstellen, als wäre Jakob Karlsson in diesem Raum, aber er ist im Nebenraum und so. Ja. Ne, das ist, dann denkt doch mal weiter so. Dann am Ende brauchen wir Jakob Karlsson, kann er einfach bei sich zu Hause bleiben und so. Und ich meine, ey, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, weist doch genau darauf hin, dass das genau nicht das ist, was wir möchten. Ja. Das ist doch genau nicht das. Wir wollen doch zusammenkommen. Wir wollen doch gemeinsam Dinge erleben, gemeinsam Kultur erleben. So. Wie gut hat Corona das bewiesen, dass das halt einfach nicht funktioniert für niemanden? Also du hast eben diese ganzen komischen Streaming-Konzerte erwähnt. Meinst du, wir werden in 10 Jahren noch an diese Corona-Zeit denken und sagen, oh, das war so geil. Ich meine, Corona war scheiße, aber diese Streaming-Konzerte, das war schon richtig cool und das hat uns richtig vorangebracht. Nee, nix da. Das ist ein riesengroßes Trauma, was dadurch entstanden ist, dass wir das machen mussten. So, aber absolut. Keiner wird sagen, so, das war die geilste Zeit, die schönste Zeit. Und das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, den du sagst. Es geht nämlich eben nicht nur ums Publikum. Es geht auch um die Menschen, die die Musik machen. Und die haben keinen Bock, zu Hause zu sitzen und irgendwie in Äther zu spielen, sondern die haben auch Bock auf das Feedback. Natürlich. Ja, und die Performance wird ja auch besser durch das Feedback. Da sprechen wir auch manchmal drüber. Ja, also für mich hat es so was Kulturfeindliches, deswegen rege ich mich da auch so ein bisschen auf. Es ist noch nicht mal so, dass ich die Angst habe vor, die AI nimmt uns die Jobs weg, sondern ich frage mich, was sind das für Menschen, die halt so an die Sache rangehen. Das sind Kulturfeinde und die finde ich kacke. Ja, absolut. Herrlich, die haben mich herrlich aufgeregt jetzt, super. Gutes Segment, hast mich groß überrascht mit. Ja. Da wurden nochmal heute Morgen Emotionen freigesetzt, dankeschön. Gerne. Das wollte ich noch nachtragen. Sag mal, weil ja uns Asterix gegen Kollega verteidigt, der ja auch der Boss sein will. Ja. Hast du eigentlich diesen Film vom Boss oder über den Boss-Fan aus irgendwie England auf Amazon gesehen? Nein. Blinded by the Light heißt der irgendwie. Kommt aus einer pakistanischen Einwandererfamilie und liebt den Boss. Ich dachte nur, ist auch lustig, dass wir da neulich mit Markus gar nicht drüber geredet hatten. So, so ein Ding, was halt gerade irgendwie läuft. Ah, okay. Und den Boss huldigt. Oh, nee, habe ich nicht gesehen. Gucke ich mir an. Ist ganz gut. Hat auch so leichte Musical-Anleihen. So, das magst du ja sehr gerne. Aber gestern wurde gepitcht, fällt mir beim Musical ein. Gestern hat jemand vorgeschlagen, nochmal das Lambert-Musical. Ob man nicht ob man nicht die Songs vom nächsten Album so ausweiten können auf so theatrale Versionen und so. Einfach für den Gag so. Ich fand die Idee natürlich auch super. Also, wenn es das gäbe, das Lambert-Musical. Gut, aber ich meine, ich hatte dann irgendwie so ein bisschen Bedenken, weil ich meine, die Musik lässt sich nicht so richtig gut repräsentieren, wenn man da jetzt so Klamauk draus macht. Ja, finde ich super. Also Musicals nach Bands zu machen, sowas wie ABBA das Musical oder We Will Rock You. Wir haben auch immer mal überlegt, das Höchste Eisenbahn-Musical wäre doch herrlich, weil wir auch in den Songs so viele Protagonisten haben. Mira, Easy, Robert und so. Da könnte man eigentlich ein gutes Musical draus machen. Ist bisher nicht dazu gekommen. Also liebe Dramaturgin an deutschen Theatern. Wir könnten ein Höchste Eisenbahn-Musical machen oder ein Lambert-Musical. Und ich habe ja immer noch seit vielen Jahren den Traum, ich möchte gern Jurassic Park das Musical machen. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja. Mit singenden Dinosauriern. Also auch hier habt ihr das zuerst gehört. Genau. Und ich möchte gern, dass der Tyrannosaurus Rex, ich möchte, dass der Ukulele spielt. Mit seinen kurzen Ärmchen. Ja, genau. Und ich möchte, da gibt es die Diplodocus-Arie und sowas. Genau. Und ich möchte, dass die Velociraptoren mit so kleinen Strohhüten und Spazierstöcken, dass die so eine Art Barbershop-Quartett sind. Und dann so mehrstimmig singen. Und dann immer auf die Bühne tanzen. Also aber die haben so einen leicht aggressiven Charakter. Sind klein, aber garstig. Ne? Und singen aber trotzdem dabei. Singen, wie sie die Leute auch essen. Genau. Oder? Ich habe da noch mehrere Ideen. Ich will das jetzt nicht alles verraten. Aber Jurassic Park, das Musical. Wir brauchen da so ein bisschen Produktionsbudget, weil wir natürlich so hydraulische Dinosaurier brauchen oder Dinosaurierkostüme. Aber bist du aber da in deiner Nachbarschaft, ist ja die rote, nicht die rote, die neue Flora, wo ja viel
aufgeführt wird in diesem Segment. Ja. Musical und so. Bist du mal vorbeigegangen? Hast du mal gepitcht? Nee, da fehlen mir die Kontakte. Aber wenn da jemand interessiert ist, ich würde gerne da dran arbeiten. Ja. Da wird sich jetzt bestimmt jemand melden. Ja. Leute werden uns die Bude einrennen mit solchen Ideen. Also auch nach meiner Idee neulich nochmal eine Netflix-Serie für Krabber zu machen. Ja. Ich wurde gar nicht wieder angerufen jetzt. Komisch. Da hatte ich da noch total, ja, da hatte ich zwei gute Ideen da noch. So, ja. Da hat sich gar keiner drauf gemeldet. Ja, aber wahrscheinlich in den Writers' Rooms der Republik wird jetzt schon hart gepitcht. Ja, ja. Und die fragen dann ja auch nicht mehr. Nee, nee. Jetzt habe ich einmal die Idee gedroppt. Ja. Und dann wird das ja einfach geklaut. Ja. Ein befreundeter Regisseur, dem ist das tatsächlich mal passiert. Der hat einem anderen Regisseur von seiner Idee erzählt. Ne? Also so ein, ich glaube, es war so eine Mockumentary. So. Ja. Und der andere Regisseur hat das dann einfach ohne sein Zutun gemacht. So, ja. Und hat dann auch nicht mehr gefragt. Also es passiert in diesem Feld wohl hin und wieder, dass einfach die Ideen einfach eins zu eins geklaut werden. Und dann werden da die originalen Autoren gar nicht mehr mit einbezogen, so, weil das, die Budgets dann halt irgendwo woanders sind und so. Auch wieder interessant, klauen. Wir haben ja eigentlich auch diesen Podcast so ein bisschen geklaut. Also diese Idee, dieses Podcast kommt ja eigentlich auch so ein bisschen aus Scott Space Lessons, oder? Scott Space Lessons, Open Studio. Ja. Und? Ja, aber es ist schon, also so, ich würde sagen, große Inspiration war schon Scott Space Lessons, ja, so von der Art und Weise, wie es halt aufbereitet ist und so. Und es ist ja auch nicht weiter schlimm, also wir machen es ja eigentlich besser als die mittlerweile. Aber es ist ja, so Harald Schmidt hat auch alles von Letterman geklaut. So. Ja. Also in der ganzen Aufbereitung so. Und es ist ja auch irgendwie eigenständiges Werk. Genau. Also ja, Scott Space Lessons Zeit gefallen, aber reden noch ein bisschen, genau, die reden deutlich mehr über Technik als wir, aber ja, so ein bisschen die Idee mal so Musik anders aufzubereiten. Da war das auf jeden Fall eine Inspiration für uns. Danke an Scott. Ja, ja, das ist super. Mhm. Hab ich gern gehört auch. Zum Thema Clown. Da haben ja Jazzmusiker ein ganz anderes Verhältnis zu, als es in der restlichen Popkultur der Fall ist. Weil da ist es ja eigentlich eher so eine Art Huldigung, wenn du etwas von anderen übernimmst. So. Absolut. Oder? Ja, total. Also, wenn ich jetzt irgendwie höre bei einem moderneren Pianisten, das heißt irgendwie Bill Evans Lines oder so, sich daran, ja, anlehnt und so, dann weiß ich, dass er das weiß. Er weiß, dass Bill Evans es cool gefunden hätte. Er weiß, dass ich das weiß und so. Es ist halt ein, ja, ein offenes Geheimnis, so, dass man das halt einfach so macht und es ist halt gar nicht so eine Herabwürdigung, sondern es ist eigentlich eine Wertschätzung des, absolut, der Tradition oder so auf das Brot. Das ist so eigentlich ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Gedanken, ich klaue mir etwas zusammen. Ja, weil das auch... Also das ist, genau, jetzt schlecht gefaked, aber eigentlich, ja, macht man das ja so, ne? Hier zu üben ein bisschen Bill Evans. Ja. Also. Ja, ein bisschen mehr abwärts spielen. Eher von oben und die große Triole darf nicht fehlen. Oder man hat doch immer so dieses... Ja. Genau. Ja, bringt total Spaß ja auch, ne? Also, was mir auch gesagt wurde, und das war eigentlich ein ganz guter Tipp mal, den ich im Studium gelernt habe, ist halt einfach gar nicht genau jetzt so Pianisten zu transkribieren, ja, so, und gucken, was die genau spielen, sondern einfach mit denen mitzuspielen und die so zu channeln. Ja. Also so den Style sozusagen nachzuvollziehen und halt ungefähr sich so ungefähr ranzuarbeiten. Und da kommt man doch schon wahnsinnig weit mit. So. Ja, klar. Das ist halt noch gar nicht dieses sehr German-mäßige, ich muss das genauestens analysieren und dann nachspielen können und jede Note einzeln, sondern du wagst dich dadurch ja so ein bisschen an den Stil ran und kannst trotzdem noch so Eigenes mit einbringen. Macht auch mal Sinn, alles Komplettes nachzuvollziehen, so zu sehen, ja, weil man ja auch irgendwie dann auf andere Techniken, Fingertechniken kommt, was weiß ich so. Aber genau, es ist nicht zu unterschätzen, auch einfach mitspielen und ja, dieser Begriff channeln, den finde ich eigentlich ganz gut da. Ja, spiegeln, channeln. Spiegeln. Ja, ja, absolut. Nein, im Jazz, das ist ja so ein fließender Übergang zwischen klauen, huldigen, also auch das Cover im Jazz, quasi ein Standard spielen, Popsong spielen in der Jazzversion oder so. Und dann natürlich auch zitieren. Ja. Kennst du den Lick? Den Lick? Der Lick. Es gibt doch einen Lick, der nennt sich der Lick. Der geht so. Ach so. Kennst du das? Das ist der Lick. Nö, wusste ich nicht. Gib mal ein bei YouTube The Lick und dann sind so zusammengeschnitten 1 Million Jazz-Videos und Aufnahmen, wo dieser Lick vorkommt. Und ich habe das Gefühl, das Gefühl, es ist fast schon ein Sport, den Lick irgendwo unterzubringen. Also, ich spiele nie. Ja. Ja, aber vielleicht bald. Mhm. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht sollte ich mal, ja, ein toller Lick ins Repertoire. Ja, genau. Und wieso hat es dieser Lick geschafft, der Lick zu werden? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein YouTube-Phänomen. Aber das ist ja gerade das Interessante am Jazz, das Prozesshafte. Ja. Was ist das, würdest du sagen? Das ist Freedom Jazz Dance. Das ist nicht so McCoy? Ja, genau. Klar, die gute Quarte. Die gute alte Quarte. Ja. Wobei es dann ja auch immer nicht stimmt. Das ist ja ein Klischee dessen. Na klar. Hier, ne? Guck mal, es gibt doch Musikrichtung. Da versucht man immer, also das gibt es im Jazz auch, im Free Jazz, aber es gibt so Musikrichtung, da heißt es immer auch, wir müssen Klischees vermeiden. Aber beim Solieren im Jazz ist das völlig okay. Ja. Und man freut sich eher. Man freut sich eigentlich eher, ja. Ja, wenn dann was Bekanntes kommt. Was ist das? Diddle-diddle. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass oft so Quartabsteigungen irgendwie so bei Brett Mehldau vorkommen, aber er verschachtelt sie dann noch besser wahrscheinlich. Keine Ahnung, nee, bin ich nicht so gut drin. Ich finde das eigentlich ganz gut, das kann man ja auch gut mit so einem Pentatonik-Ansatz machen, ne? Weißt du, so die Quarten in der Pentatonik. Sind nicht immer Quarten, sind auch manchmal schummelt sich eine Terz runter, aber mal sich so eine Pentatonik angucken und dann die mal nicht so zu spielen. So, das ist ja so ein Einsteigerding, sondern einfach mal die Quarten embracen in der Pentatonik. Ja, ja, okay, ja. Weil man kommt dann schnell in dieser Pentatonik, dann hat man immer so eine Mischung aus Terzen und Quarten. Da kann man auch aus so einer Pentatonik mal was Schönes rausholen. Für die Pentatonik-Liebhaber. Die gibt's ja aber gerade. Ja, ja, klar. Connoisseure. Also kannst du ja auch über so alterierte Akkorde. Ja. Mal so G alteriert. Ja. Fängst du einfach. Die B-Moll-Pentatonik. Eine B-Moll-Pentatonik kannst du spielen. Ja, die meine ich, genau. Ja. Geil eigentlich. Ja, aber guck mal, ich sag dir mal einen guten Lick. Spiel mal eine 2-5-1-Verbindung, spiel mal D-Moll 7 und darüber spielst du die A-Moll-Pentatonik. Jetzt spielst du die und jetzt spielst du H-Moll. Jetzt H-Moll über C. H-Moll-Pentatonik. Aber über C-Dur, oder? Ne? Ja. Ah, okay, genial, geil. Oder? Super, kenn ich noch gar nicht. Und okay, genau. Dann spiel gleich mal ein bisschen. Ja. Also, aber erst muss man bei A-Moll anfangen. Ja. Klingt dann irgendwie im Zusammenhang doch auch mal dumm, wenn man es zu sehr ausreizt. Ja, das Geheimnis ist es, mal kurz reinzugehen wahrscheinlich. Genau. So, aber wenn man es die ganze Zeit so durchspielt, zum Üben ganz gut, aber auf der Session, dann wird es sehr schnell entlarvt, als da will jemand zeigen, dass er geübt hat. Aber da ist dieser ganz gute Flex drin, dass nämlich auch über den C-Major-Akkord, also über die Tonika, durch die H-Moll-Pentatonik, da diese lydische Qualität ist. Genau, da haben wir die Kreuz 11 auf einmal drin und die ist ja, habe ich im Jazz immer sehr gern gesehen. Genau. Her damit, sagen wir. Her mit der Kreuz 11 im Major-Akkord kann man immer unterbringen. Ja. Also das Schöne an der Jazzmusik, es ist die emotionalste Musik, es ist die purste Musik, die schönste Musik, die Musik des reinsten Ausdrucks, die ganz nah am Gefühl ist, am Gefühl. Ja. Aber die Leute werfen uns doch immer vor, es sei verkopfte Musik. Das sieht man ja auch teilweise in Kommentarspalten. Man sieht es in Kommentarspalten. Wollen wir da rein? Uns wurde ja auch schon vorgeschlagen, dass man doch diesen Podcast führen könnte, ohne dieses ganze Jazz-Ding. Ja. Weil die Leute, sie hören ja auch viele Leute zu und wir freuen uns darüber, die mit Jazz überhaupt nichts am Hut haben, weil sie gerne unseren Shit-Talk mögen. Ja. So. Und da haben wirklich so unternehmensberatermäßig schon irgendwie kamen so Leute auf uns zu und meinten, lasst das doch weg, so. Ihr könntet ein viel größeres Publikum haben und so. Stimmt wahrscheinlich, aber ey Leute. Wir lieben Jazz. Liebe. Das ist Liebe. Es ist einfach wirklich grenzenlose Liebe. Ja. Und das jetzt irgendwie wegzulassen, so euch mit irgendwie Pentatoniken zu nerven und so. Ey, sorry, da müsst ihr mal durch, wenn ihr auch diesen heißen Shit-Talk mithaben wollt, müsst ihr euch leider auch mal kurz die Pentatoniken reinziehen. Ja. Ist halt so. Genau, wir haben das erlebt jetzt zusätzlich. Ich bin mal raufgegangen auf die Facebook-Seite von Markus Wibusch, nachdem wir ihn eingeladen hatten. Das war ein sehr schöner Podcast. Bitte, wenn ihr es noch nicht gehört habt, skippt doch nochmal zurück auf diese Folge. Dort unterhalten wir uns über den Boss, den wahren Boss. Ja. Und
Und er hat es dann gepostet. Oh, Rechtsstreit coming in. Also den anderen Boss. Ja. Also auf der Leitung, Asterix ruft auch gerade an. Ja. Also er meinte, wir sollen das nicht so oft sagen. Ja. Naja, es ist eine ernste Sache und es wird auch langsam teuer, je öfter wir das machen. Ja, der Felix Blume heißt der, glaube ich, unser Gegenkläger. Der versteht da überhaupt keinen Spaß. Ja. Der will der alleinige Boss sein. Ja. Also, du bist gesurft auf die Seite von Markus. Genau, und ich glaube, wir haben auch ein paar Hörer ja durch diese Folge gewonnen. Also wurde viel gehört und also der hat ja viele Fans und so, die uns jetzt auch natürlich wohlgesonnen sind, aber es kamen auch kritische Stimmen. Einfach durch die Tatsache, dass ja dieses Wort Jazz bei uns im Titel ist, hat das wohl mehrere Leute abgeschreckt, da überhaupt erstmal reinzuhören. Und vor allem hätte man das wahrscheinlich von so einer coolen Sau wie Markus nicht erwartet, dass er sich mit so, so verkopften Musikern wie uns abgibt. Ja. Und da bin ich mal reingeslidet in die Kommentarspalten. Und das ist schon interessant, weil das ja ein Vorwurf ist, den wir ja, seitdem wir Musik machen, eigentlich ganz gut kennen. Ja. Also es gibt die Fraktion, ich mache das irgendwie aus dem Bauch heraus. Ja. Und es gibt die Fraktion, ich habe Bock, irgendwie da besser zu werden und irgendwie mich mit allem einzudecken, was man da so irgendwie lernen kann. Was vor allem die Dinge, die mich dann am meisten interessieren. Mhm. Welcher Fraktion gehören die Leute, die in dieser Kommentarspalte gepostet haben? Welcher Fraktion gehören die wohl so an? Na gut, das ist ja wohl jetzt eine rhetorische Frage. Erster Kommentar, Musik sollte man fühlen und nicht üben. Sehr gut. Ja. Stimmt, ist richtig. Ja. Man sollte natürlich Musik in erster Linie fühlen. Mhm. Also das gilt ja sowieso für alle. Und niemand sollte Musik üben. Üben sollten natürlich nur die Leute, die Bock haben zu üben. Ja. So. Da hat er ja irgendwie auch recht. So. Aber es spricht natürlich den Leuten, die Bock haben zu üben, ein bisschen ab, dass sie Musik auch fühlen würden. Ja, aber auch diese tolle Fühlmusik, die er meint, auch diese Leute haben mal den G-Dur-Akkord geübt. Den haben sie ja nicht einfach gefühlt. Das ist ja magisches Denken, dass sich irgendjemand an ein Instrument setzen würde und dann einfach vom Gefühl geleitet da G-Dur E-Moll spielt. So, das muss man halt üben, da muss man durch. Dann hat man mal eine Blase am Finger und dann tut auch mal der Zeigefinger weh vom Barré-Akkorde greifen. Aber das geht vorbei. Ja, da springt auch jemand uns zur Seite, ein gewisser Michael P., ja, der sich auf ihn bezieht und meint, wenn jemand anderes aber verstehen soll, was man da fühlt, ist ein gewisses Handwerkszeug schon ganz nützlich. Ja. Und da muss dann der erste Kommentator dann doch einlenken und sieht es so ein bisschen ein. Da hast du auch recht, war auf die Sache an sich bezogen, was auch immer er damit meint. Ich habe mir alles selber beigebracht und übe immer noch. Aha, okay. Ah, doch. Ah, er übt also doch, aber halt nur die Dinge, die er sich selber beigebracht hat, weil wenn jemand anderes dir was beibringt, das ist schlechtes Wissen. Ja. Alles, was von dir selber kommt, ist gutes Wissen. Man weiß ja, man kann sich alles selbst aneignen, weil in einem selber ist das Wissen ja versteckt. Genau. Da braucht man ja niemand anders für. Also hier haben wir es mit einer narzisstischen, gesellschaftsfeindlichen, soziophoben Selbstüberschätzung zu tun. Aber gut. Herrlich. Wir müssen uns darüber lustig machen, weil wir sind auch so ein bisschen Repräsentatoren für die spielende Zunft, für die Leute, denen es halt immer peinlich ist, dass sie halt so gute Impros sind. Das ist eine große Schnittmenge an unseren Hörern, die wir hier repräsentieren müssen. Und wir müssen uns ein bisschen darüber lustig machen, wenn derartiger Gegenwind, der ja immer so ein bisschen cooler rüberkommt, an uns rangetragen wird. So. Jochen S. schreibt, das ist Jazz, Alter, da trafen wir nie. Aus dem Film mit noch einem Jazzer, der es echt drauf haben soll, aber die Millionen verdient hat er mit Mucke für Katzentoiletten. Na, wen er da wohl meint. Da total meint schräges Ding, dieses Jazz. Und dann die ganzen Pädagogen auf den Konzerten, wenn drei Akkorde nachweislich reichen. Wozu das Chaos drumherum? Naja, mir Latte. Was nicht stimmt, sonst hätte er nicht so lange so einen Kommentar geschrieben. Es scheint ihn da doch umzutreiben. Und die meisten Jazzer tun einem fast nichts. Na, hat er wahrscheinlich recht. Nur beruflich sollte man sich, also anders orientieren oder was soll das wahrscheinlich heißen? Das sollte man nicht beruflich machen? Ich denke schon, dass viele von auch Hasch rauchen, aber das ist ja wohl nicht mehr so schlimm. Also wie gesagt, das mit dem Hasch haben wir schon erörtert, das ist nach wie vor furchtbar. Ja. Und ich kenne wahnsinnig wenig Leute, vor allem Jazzmusiker, gibt es gar nicht so viele Leute, die Hasch rauchen. Ja. Vor allem, warum kriegst du denn überhaupt noch Hasch? Dieser leicht wirre, irre Kommentar, der wirkt für mich auch so ein bisschen Mut antrinken und dann spät nachts dann irgendwie auf der Tastatur ausrutschen. Von der Formulierung her. Aber gut. Es scheint ihn ja wirklich umzutreiben. Da steckt ja auch Verachtung drin, oder? Ja, also liebe Studierenden im Fach Musikwissenschaft, vielleicht systematische Musikwissenschaft, ihr macht ja auch manchmal so Forschung. Vielleicht könntet ihr mal eine Studie machen zum Thema, wie viele Akkorde reichen. Ob das messbar ist. Und man sagt, diese Akkorde, das ist genau die richtige Anzahl Akkorde. Die reicht.
Ja, er sagt ja auch, er hat ja so einen gewissen wissenschaftlichen nachweislich. Anspruch. Nachweislich ja. Reichen drei Akkorde. Ja, genau. Diese Studie würde ich auch gern mal lesen. Genau, das ist nicht anekdotisch, sondern anscheinend empirisch erwiesen, dass Akkorde reichen. Für gute Musik oder? Überhaupt, es reicht. Es gibt gute Beispiele für gute Musik, die nur einen Akkord haben. Ja. Reicht deswegen ein Akkord auf dieser Welt? Brauchen wir deswegen nur noch einen Akkord? Und zwar... Ja. G-alteriert. Alle Stücke dürfen nur noch in G-alteriert sein. Aber stell dir mal vor, du gehst jetzt zum Gitarrenunterricht und dann heißt es irgendwann, Lambert, du bist jetzt fertig. Es reicht. Du hast jetzt diese drei Akkorde gelernt. Ja. Das reicht. Da gibt es auch diesen lustigen Witz von dem Bassisten, der zweimal zum Unterricht geht. Das erste Mal lernt er die E-Seite und halt Viertel. Das zweite Mal Viertel auf der A-Seite. Und beim dritten Mal kommt er nicht mal. Und dann Monate später trifft der Lehrer ihn wieder und fragt, warum bist du nicht mehr zum Unterricht gekommen? Ja, ich hatte so viel zu tun. Ja, so viele Gigs. Ist ja auch gar nicht so falsch. Es reicht. Es reicht. Drei Akkorde. Also man muss natürlich auch so ein bisschen zur Verteidigung sagen, das sind natürlich alles Leute oder zum Großteil Leute, die so aus so einem Punk-Idiom irgendwie verhaftet sind, wo es ja auch oft darum geht, dass du halt dich von elitären Strukturen frei machst und so. Ja. Das fühle ich natürlich auch so ein bisschen. Also das kann ich schon auch nachvollziehen, wo dieser Gedanke herkommt. Ja. Und dieses DIY-Ding, also das ist auch etwas, was ich irgendwie nachvollziehen kann. Absolut. Also dass man halt unabhängig von übergeordneten Strukturen Dinge machen möchte und auch sich künstlerisch ausdrücken möchte und so. Das wohnt diesem Punk-Gedanken ja inne. Total. Wobei ich halt immer denke, sag mal, Punk wurde doch auch von irgendwelchen Studis erfunden. Natürlich. Das sind diese kulturellen Gegenbewertungen, die dann immer mit Runterkochen und Verweigerung zu tun haben. Und was ich natürlich total verstehe, ist, wenn ich jetzt Musik mache oder Musik mag, möchte ich mir nicht von irgendwie einer akademischen Struktur erklären lassen, ich müsste erst das und das und das und das können, bevor ich mich durch Musik ausdrücken darf. Das ist ja klar, sondern jeder darf Musik machen und es gibt wahnsinnig tolle Musik, die mit einem Minimum von Handwerk entstanden ist. Ja. Und das ist auch okay. Genau. Und das darf aber alles nebeneinander existieren. Ja, genau. Ja, es ist nicht so, dass deswegen die Punkmusik den Beweis erbracht hätte, dass drei Akkorde reichen würden. Eine interessante Beobachtung ist, ich habe das Gefühl, es gibt ein stärkeres Distinktionsgehabe von Leuten, die ihr Dilettantentum abgrenzen möchten zu Virtuosität oder sowas oder intellektuelleren oder akademischeren Ansätzen von Musik machen, zu Leuten, die quasi ausgecheckte Musiker sind, zu Musik, die mit wenig Technik und Handwerk auskommt. Also jetzt nochmal auf Deutsch. Ich höre eher so von so meinen drei Akkorde Indie, ich brauche keine Theorie, ich mache Musik aus dem Bauch raus, höre ich eher abschätzige Kommentare über Jazz und Klassik und komplizierte Musik, als von Leuten, die das können und machen, über diese einfacher zu spielendere Musik oder sowas. Ja. Ich habe das Gefühl, dass so, was weiß ich, Jazzer, Leute aus der Klassik und so, die ich kenne, oder Leute, die so komplizierte Musik machen, ich habe das Gefühl, die haben immer alle eine ganz große Liebe zu Hardcore. Sowas, genau. Ich verweise hier nochmal auf meinen Freund Kai Schumacher, der eine große Liebe für Deutschpunk hat und sowas. Der ist ein absolut ultra ausgecheckter Konzertpianist. Er mag auch sehr gerne so Mallorca-Ballermann-Hits. Und Ballermann-Hits, genau. Ja, aber das ist doch, also da zeigt sich doch, dass... Also, wie heißt nochmal dieser Song, den er so feiert? Wie heißt Saufi, der Song, Saufi. Den so Saufi. Saufi, Saufi, ja. Saufi. Da können wir nächstes Mal auch vielleicht mal eine Strukturanalyse machen von Saufi, Saufi. Das ist nämlich wirklich ein tolles Lied. Das hat er, glaube ich, schon neulich in irgendeinem Podcast gemacht. Ich habe das irgendwie genau. Er hatte damals, als er uns besucht hatte in, wo war das, Oberhausen oder so, hat er auch Backstage sofort dieses Saufi-Saufi-Lied angemacht. Ja, schöne Grüße. Ja, liebe Grüße. Ja, genau. Also, das ist jetzt natürlich sehr anekdotisch, aber ich habe das Gefühl, das Distinktionsgehabe kommt immer eher von der anderen Seite. Ja. Oder? Ja. Es ist natürlich auch so, dass die einen größeren Druck verspüren, sich halt von so bestehenden konservativen Strukturen freizumachen. Das ist ja eine andere Energy, die du da brauchst. Absolut. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar so. Also, aber trotzdem, genau. Ich habe das Gefühl, irgendwie so unter uns jüngeren Leuten, ich würde mich jetzt einfach mal zu den jüngeren Leuten zählen, ist das auch gar nicht mehr so ein großes Ding, oder? Nee. Also, nein. Das ist besser geworden. Irgendwie. Also auch durch dieses Ableben von diesen ganzen Printmedien, wir haben sie natürlich sehr geliebt und so, aber die haben das ja auch mit total vorangetragen. So. Das ist Specs, Intro und so. Das Schlaumeiertum. Das Schlaumeiertum in der Musikszene, in der Popkultur war auch spalterisch. Ja. Hatte einen spalterischen Aspekt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, absolut.
Was das angeht, hat sich die Stimmung, finde ich, danach eher gebessert. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es super ist, dass die weg sind, aber genau, es ist irgendwie dieses Lagerdenken, kann andere Gründe haben, aber es ist irgendwie zeitgleich so ein bisschen mit diesem Ableben der Printmedien im Musikjournalismus irgendwie ein bisschen verschwunden. So. Ja. Mein Eindruck, bitte schreibt mir anderes, wenn das nicht stimmt. Ja. Sollte, ich weiß auch nicht alles, das ist eine anekdotische Evidenz, wie du immer ja. so schön sagst. Genau. Gut, jetzt sind wir ja schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit. Haben wir denn vielleicht noch eine heitere Note, auf der wir diesen Podcast enden lassen können? Ja, klar. Also es gibt immer noch heitere Noten. Kennst du eigentlich diese Story? Das ist so eine Urban Myth aus der Jazz-Studentenszene von einer Sängerin, ja. die irgendwie, ich glaube, in Weimar Aufnahmeprüfung gemacht hat. Und dann sollte sie so über Blue Bossa, glaube ich. Blue Bossa solieren und wollte so ein bisschen sketten. Und irgendwann gingen ihr die Worte aus. Also skettete sie die Worte Bossa, Bossa, Bossa. Und ich weiß nicht, was daran so lustig ist, aber wenn man diese Story an so Jazzstudenten erzählt, die lachen sich alle schlapp. Was ist daran eigentlich witzig? Ich finde es auch ultra lustig, aber ich kann gar nicht erklären, warum das lustig ist, weil man kann doch mal Bossa, Bossa sketten. Why not? Man sagt ja auch du da, du mal da, die habt, da kann doch mal Bossa, Bossa, Bossa machen. So. Das ist doch nicht weniger absurd als Skettgesang sonst, oder? Das stimmt. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist ja. Irgendwie ist das schön. Nee, gut, dann sind wir doch ganz gut vorangeschritten. Es ist langsam auch mal Zeit, dass wir zur Ruhe kommen, oder? Wir können nicht die ganze Zeit immer sabbel, sabbel, sabbel. Ich wollte ja eigentlich Dallmayr Pro Domo als Sponsor für die nächste Folge gewinnen, weil ich eine geniale Idee hatte, wie man einen Tomatenkaffee nennen könnte. Ja. Nämlich Dallmayr Pomodoro. Ja, soll ich jetzt so tun, als höre ich das zum ersten Mal? Nee, herrlich. Vorbereiteter Witz. Okay, Leute, macht's doch gut. Wir sagen mal ciao, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Mit swingenden Grüßen. Bye-bye. Ciao, ciao.